So Leute, herzlich willkommen zu Teil 2 des Bau unseres Home Gyms. Wir haben jetzt alles organisiert, also es sollte jetzt klappen, dass wir heute das große Teil bekommen. Wir warten noch auf unseren Flexer und Schweißer. Ich hoffe natürlich, dass wir das heute alles hinbekommen, alles mal in den Raum stellen können und dann dementsprechend so früh es geht auch mit dem Zusammenbauen anfangen können. Ich hoffe auch, dass wir das wieder zusammengebaut bekommen, weil wir haben das ziemlich auseinandergelegt. Und das wird jetzt auseinandergeschweißt, das ist der Plan. Dann wird es zu uns transportiert und bei uns auch wieder zusammengeschweißt. Ja. Okay. Ja. So, es ist jetzt soweit alles hier. Es sieht noch sehr, sehr chaotisch aus. Wir haben doch die drei Spiegel sogar mitbekommen, was ziemlich cool ist. Dank freundlicher Unterstützung musste ich heute nicht so viel buckeln. Das war sehr, sehr erträglich. Aber die richtige Arbeit, die wartet auf mich. Und zwar, ich muss jetzt diesen Move mal machen. Und zwar, wenn ich mit dem Finger schnips, sind wir im Chaos Gym. Ah, Lichtverhältnisse hier noch ein bisschen. Das ist alles ein bisschen dunkel. Also, so sieht es aktuell hier aus. Die ist dieser Querturm, der große Turm. Und das wird eine Riesenarbeit, das noch irgendwie hier diese Gewichtblöcke wieder zusammen oder hier rein zu friemeln. Dann haben wir hier große, große Spiegels, drei Stück. Wir werden jetzt noch ein bisschen chillen kurz, dann muss ich noch ins Gym. Hat heute nur bis um 8 Uhr auf. Es ist Sonntag, es ist 9 Uhr und ich fahre jetzt ins Training und mache Cardio und Training. Vorher zeige ich euch noch was. Ich war nämlich gestern sehr, sehr produktiv. Also ich habe in dem Raum gestanden, wollte anfangen, das so ein bisschen herzurichten. Und dabei ist mir aufgefallen, dass das verdammt schwierig ist, wenn man keine Ahnung hat, wie groß alles genau ist. Und dann habe ich gedacht, wieso nicht vorab planen und mir diese ganze fünfmal Hin- und Herrückerei irgendwie ersparen. Und da habe ich was Cooles gebastelt. Es ist ein Zentimeter. Also anstatt Meter, Zentimeter, bla bla bla. Es ist relativ maßstabsgetreu und ja, kriegen wir kreativ. Also, wir haben hier das Zimmer, Tür, Fenster und jetzt passt auf, die Umfänge gemacht. Das ist der Turm, das ist hier die der Latzugsitz. Der Rudersitz, der war normalerweise hier drin. Den machen wir aber da dran. Ich habe geschaut, das funktioniert. Dann haben wir einfach ein bisschen Platz gespart. Die Hackenschmidtmaschine so hier hin, dann hat man hier noch Platz. Hier kommt Kurzhantel hin, die verstellbare Langhantelbank. Ich zeige euch das überall, als wir mit drin sind, aber jetzt gehe ich erstmal Sport betreiben. Ihr habt den Plan gesehen. Hier ist absolutes Chaos und wir sind zeitlich ein bisschen gebunden. Also wir kommen nicht am laufenden Stück voran, sondern immer nur mit kleinen Steps. Also Step by Step. Kleiner Step by kleiner Step. So, hier ist schon der Sitz vom Lat, hinten vom Rudern. Der Sitz liegt aktuell hier. Die Sitzbezüge sind ziemlich alt, also wollen wir das neu beziehen. Deswegen habe ich das hinten abgemacht. Ja, hier oben müssen diese Stangen, die ihr hier unten seht, müssen hier oben hin. Da wird das im Prinzip miteinander verbunden. Umstellen, umstellen, umstellen. Ich hoffe, wenn es steht, bleibt es dann auch so. Kommt ihr es hin? Der Turm, er steht. Und die Hangenschmidt steht auch hinten. Was auf jeden Fall noch eine Riesenaktion wird, sind die Gewichtblöcke. Mache ich heute nicht mehr. Mache ich dann morgen nach Lust und Laune. So, liebe Freunde, wir haben jetzt den 8. Mai. Also noch 10 Tage bis zu meinem ersten Wettkampf. Wir gehen jetzt weiter am Home Gym arbeiten. Die letzten Tage haben wir da eigentlich gar nichts groß dran gemacht.
Einfach aus dem Grund, ich merke jetzt langsam in der Diät, meine Belastbarkeit nimmt ab, als ich hier rumgewergelt habe alleine. Du merkst halt einfach, wenn du so ein Defizit fährst und langsam wirklich an deiner Grenze bist, dann wird das halt alles ein bisschen schwieriger. Ja, von dem her bin ich momentan nicht so sehr belastbar, muss da ein bisschen locker machen. Heute habe ich Rest Day, heute mache ich mal nichts. Außer Cardio. Und jetzt geht's weiter ins Home Gym. Ihr habt ja gesehen, die Süßbezüge sind ziemlich alt und ranzig. Die wollte man neu beziehen. Das habe ich die Tage bestellt und es ist angekommen. Das ist so, ja, graues Kunstleder. Die Philly ist gerade am Schlafen. Die hat nämlich die Nacht durchgepaukt, also durchgelernt. Die war so motiviert heute, wenn ich Rest Day habe. Wollte unbedingt weiterarbeiten am Gym. Aber ist jetzt auf der Couch eingeschlafen. Die lasse ich jetzt auch schlafen und überrasche sie vielleicht so ein bisschen mit, wenn ich was gearbeitet bekomme. Der Ruderturm und der Latzugturm gingen bis 100 Kilo mit 5 Kilo Schritten. Die 100 Kilo habe ich schon erwähnt im letzten Video. Die mussten wir auseinander, also wir haben jeden Block rausgemacht aus diesen Schienen hier, weil es einfach zu schwierig gewesen wäre zu transportieren. Also die haben wir alle rausgemacht, die stehen noch draußen. Du hast hier diese Cable Cross Seiten von oben Zug und von unten Zug. Da brauchst du nicht nochmal den Trizepszug frei zu haben. Also haben wir das hier an die Wand gestellt. Das heißt, das hier friemeln wir nichts mehr rein. Es kommt quasi nur hier fürs Latziehen und es kommt hier fürs Rudern. Wir haben das jetzt zusammengeschmissen, weil wir die Beschriftung sowieso neu machen, aber wir wissen, das sind 5 Kilo Schritte, also passt schon. Da liegen gerade 200 Kilo. Ciao, ciao, danke Rücken. Danke Rest Day. Wo fange ich denn an? Was wollten ich jetzt machen? Ach ja. So, es liegt auf dem Boden, 30 Kilo, ich muss sie ja leider rausmachen und dann wieder zusammen machen. Geil. Ich versuche die jetzt unten anzuheben. Ja. Und mal gucken, ob die gut runterrutschen. Oh ja. Und immer auf die Ergonomie achten. Rücken gerade. So geht Kreuz hin. Zack. Hüfte vor, zack, Rücken gerade, Gewicht anheben und Hüfte vorschieben. Bam! So, 50er sind drin. Scheiße, wir haben ein Problem. Das ist der Stift, der das zusammenhält. Und der ist natürlich klein, beziehungsweise kurz. Und wenn ich natürlich das länger mache, ist der Stift zu kurz. Und ohne diesen Stift kann ich die 50 Kilo gar nicht ziehen, weil sie nicht dran halten. Was machen wir mit den 50 Kilo? Okay, jetzt Brain Time. Übrigens, das Lustige ist, ich bin jetzt gerade am Aufbauen, weil sie schläft und so. Ich will sie ja überraschen und so ein bisschen, hey, so ein bisschen was gearbeitet haben. Aber sie darf den ganzen Kram noch putzen. Der ist nämlich noch ganz schön dreckig unten, weil das große Teil haben wir noch nicht geputzt. Das darf sie machen. Außerdem darf sie den Spiegel putzen. Und da freue ich mich. Und sie bestimmt auch. Später von der Zeit her. Also mein Wettkampf war am Wochenende, heute haben wir Freitag. Ich war etwas im Arsch gewesen, deshalb habe ich ja nicht groß weitergemacht. Außerdem habe ich es ja erwähnt, das habe ich alleine nicht hinbekommen. Auch zu zweit, die Philly und ich haben es nicht hinbekommen. Hier wieder tatkräftige Unterstützung gehabt. Danke dafür. Jetzt sind die Dinger endlich drin. Die 100er, hier 45, hier 30. Aber mit der Zeit werde ich da so neue Kabel holen, weil die hier ziemlich old sind und ziemlich ranzig. Langsam nimmt es hier Form an. Also rein theoretisch könnte man jetzt, wenn ich das hier noch eingespannt habe, könnte man jetzt hier trainieren. Noch etwas hat sich getan, das habe ich nicht gefilmt. Ja, ein bisschen langweilig. Diese Spiegel hier, die waren ja an so einem dicken, nur drei dicke Holzbretter dran. Das habe ich abbekommen mit einem Vorhang.
Wenn ihr wissen wollt, wie das ging, schreibt es mal in die Videobeschreibung. Fiddy darf noch putzen und dann können wir die im Prinzip aufhängen. Das war jetzt der zweite Teil. Jetzt ist alles so gemacht und im nächsten Teil geht es dann darum, wie wir das ganze Ding hier finishen. Also der schöne Abschluss, absoluter Finish, dass das Ganze auch etwas anabol aussieht. Und falls ihr die Videos von meinem Wettkampf noch nicht gesehen habt, dann checkt es mal hier auf meinem Kanal ab. Es waren zwei Teile, war ein super geiler Tag oder zwei super geile Tage. Einfach mal vorbeischauen und einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch das Video oder allgemein die Videos gefallen haben. Das ist immer so eine schöne Resonanz für uns, wodurch wir immer wissen, okay, das gefällt euch oder daran müssen wir noch arbeiten oder daran müssen wir nicht arbeiten. Wenn ihr das dritte Video auf jeden Fall nicht verpassen wollt, dann abonniert und schaltet die Glocke an, würde mich sehr, sehr freuen und die Fili auch. Ich glaube, da kommen fette Videos hier im Home Gym. Was wir natürlich noch anschaffen müssen, ist eine verstellbare Bank und ein Squat Rack. Klar, ohne Squats nichts los. Es werden coole Projekte kommen und dann verabschiede ich mich. Vielen, vielen Dank und tschüss.